Hey ho meine Lieben, das heutige Video heißt ganz einfach Tomaten einkochen. Ja, und so wie der Titel lautet, genau das machen wir auch. Spatzel steht schon drüben in der Küche. Willst du auch noch Hallo sagen? Hallo. Ja, und wir haben ein paar Tomaten bekommen und bevor die jetzt schlecht werden, werden wir sie einkochen, oder? Ja. Ja, so mit italienischen Kräutern, Zwiebel und Co. Und das machen wir jetzt einfach. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. So Freunde, dann kommen wir mal zu der kleinen, feinen Übersicht. Ganz wichtig natürlich ein paar Gläser, wo man das Zeug nachher reintun kann. Dann haben wir hier die Tomaten. Waren ursprünglich um einiges mehr, aber Spatzel hat sich schon die schönsten rausgesucht. Klar, die hat jetzt auch schon zweimal einen leckeren Tomate-Mozzarella-Salat sich gemacht. Vollkommen in Ordnung. Da das ein bisschen weniger sind, habe ich hier noch eine Paprika, die kommt auch noch mit rein. An Zwiebel, die was wir hier bekommen haben, ist ein mächtiges Stück. Nehmen wir jetzt nicht dazu, sondern zwei von denen. An Knoblauch haben wir auch noch mitbekommen. Ja, wohl. Dann nehmen wir von dem hier was. Dann haben wir noch ein bisschen Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprika und noch italienische Kräuter. Und ein Löffelchen Rohrzucker kommt dann auch noch hinein. Tja, und Manu hat gesagt, sie möchte das machen. Da bin ich natürlich auch dankbar. Ich werde aber daneben stehen und mir das ganz genau angucken und dass ich ja auch was einkochen kann, das haben wir ja schon damals in dem Let's Go-Video gesehen. Jawohl. Gut, aber Frau im Haus wird einem doch einiges abgenommen. Wunderbar. Dann übergebe ich jetzt und, ja, und Manu darf weitermachen. So, die Tomaten werde ich jetzt erstmal waschen, dann werden die geviertelt und dann wird der Strunk rausgemacht und dann kommen die in einer separaten Schüssel rein und die Zwiebel auch klein gemacht und die Paprika können wir auch gleich klein machen, auch separaten Schüssel und dann sehen wir uns am Herd wieder. Und den Knoblauch. Und den Knoblauch natürlich. Ja, genau. Bevor ich den hier auch wieder vergesse. Gut. Ja. Alles klar. Fleißig, fleißig, kann ich da bloß sagen, mein Engelchen. Ja. Ich bin froh, dass ich das halt machen muss. Sag ich ganz ehrlich. Ach, so schwer ist es doch gar nicht. Ja, aber stressig. Nö, finde ich jetzt nicht. Okay. Das beruhigt die Seele. So, alles schön klein geschnippelt. Paprika, Tomaten, Zwiebel und die Knoblauch. Und jetzt gehen wir in den Herd und dort geht es dann weiter. So Leute, ich habe die Cam umgestellt und was habe ich zu tun? Ich verpiss mich. Schaut mich so an, hey. So, ein bisschen Öl in den Topf. Jetzt rösten wir doch die Zwiebeln zuerst an und den Knoblauch. So, die Zwiebeln habe ich gleich angeschwitzt. Jetzt mache ich ein bisschen Tomatenmark rein. Kann ich auch noch ein bisschen leicht anrösten. Jetzt
tun wir schon mal die Paprika mit dazu. Paprika, Zwiebeln und Knoblauch habe ich jetzt ein bisschen leicht angeröstet. Jetzt kommen die Tomaten dazu. Und das wird jetzt schön eingekocht. Wenn es ein bisschen weich geworden ist, hole ich euch wieder dazu. So. Jetzt kommen die italienischen Kräuter schon dazu. Ein Teelöffel Rohrzucker. Ein Paprikapulver. Ein bisschen Pfeffer. Und Salz. So, ich halte da mal das Kabel hier, damit das hier nicht zusammenschmilzt. Wird halt ganz klein gehäckselt. Damit wirklich alle Tomaten auch klein sind. Ja, jetzt noch ein bisschen köcheln, abschmecken dann nochmal, oder? Richtig. Ja, genau das wird jetzt gemacht. Die Gläser nachher noch heiß ausspülen und dann können wir abfüllen, denke ich einmal. Ja. So, Freunde, alles schön abgespült heiß. Und ja, dann wollen wir hier mal einfüllen. Die brauchst du ja nicht. Doch, die brauche ich. Dass ich den Topf ein bisschen schieben kann, ohne dass ich meinen Finger verbrenne. Dafür gibt es Henkel am Topf. Ja, kann man so und so machen. Gucken. Bis zum Rand vom Ding auf alle Fälle. So. So. Dann kann ich schon mal zumachen. Richtig. Oh, ist das heiß? Ja, muss auch heiß sein. So. Oh nein? Ja, ich gucke gerade. Geht schon noch. Das kann schon noch. Ja, genau. So. Ui, geht sogar richtig gut auf. Mit den vier Gläsern. Ja, habe ich doch gut geschätzt. Ja. Gib einfach rein den Rest. Kleinen Moment, ich habe nämlich meinen Schaber auch noch da. Gut. Gut. Ja, Freunde,
Probiert haben wir sie, schmeckt lecker. Dann haben wir jetzt 4 wunderschöne eingekochte Gläser mit der frischen, selber gemachten Tomatensauce. Ja, vielen Dank nochmal für die Tomaten. Und was wir noch dazu bekommen haben, wo wir auch noch separat ein Video machen werden. Hier ein großes Glas mit Tomatensauce und nur Tomaten. Also das reicht jetzt ein paar Tage, was wir dazu daraus alles machen. Also hier haben wir auf alle Fälle den Grundstock für Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Was oder einfach noch? Mal Tomatensauce. Ja, ja, gut. Dann Kamera schnell auf uns. Also wir lassen nichts verkommen. Nein. Und da kochen wir lieber mal ein, holen uns ein paar Gläser. Ja. Und ja, geil. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das verwerten irgendwann einmal. Es hält ja jetzt eine ganze Weile, nachdem es eingekocht ist. Ja, alles kein Hexenwerk. Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann einmal ein Gärtle kriegen, dass wir vielleicht nächstes Jahr selber Tomaten anbauen können. Aber das ist halt immer noch Wunschdenken. Genau. Wenn wir alles sehen. Okay, in dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und wenn es gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Nette Kommentare, Abos. Ja, genau. Also. Ciao, ciao. Tschüss.